Die Hebammen haben momentan alle Hände voll zu tun. Denn die Region erlebt einen regelrechten Babyboom. 993 Kinder wurden 2019 in Neumarkt geboren. Der höchste Wert seit 1993. Aber sind die Stadt und der Landkreis bereit für fast 1000-mal das hier? Definitiv ja. Also viele Spielplätze auch und kann man gut spazieren gehen. Allein in jedem Geschäft, wenn sie reingehen, sie werden immer freundlich begrüßt. Die Kinder werden immer zuvorkommend behandelt, größtenteils. Ne? Und die haben hier auch sehr viel geschaffen. Ich weiß, von anderen Bundesländern, da haben die nicht so tolle Spielplätze zum Beispiel und sowas. Aktuell gibt es halt gar kein Bad, was sehr schlecht ist, weil wir momentan nach Jersbruck fahren. Das ist ja doch recht weit. Ja, es wäre mal schön, wenn es irgendwie so Kinderkaffee geben würde oder irgendwas, wo man... Ja, besser mit Spielecke oder irgendwas, das gibt's ja jetzt bisher eigentlich gar nicht. Eines der schon existierenden Angebote ist das Familienzentrum in der Badstraße 96. Das Familienzentrum ist ein offener Treff und hier können sich die Mütter oder Eltern mit ihren Kindern aufhalten, völlig kostenfrei. Wir haben 7¼ Stunden am Tag geöffnet und es kommen die Eltern her, verbringen hier Zeit, können hier frühstücken, aber auch Kurse besuchen. Auch die Geschäftsleute spüren den Babyboom, etwa Fotografin Sandra Spieß. Ich merke, dass ich sehr viele Anfragen bekomme, und zwar speziell für die Neugeborenenfotografie. Ich merke aber auch, dass wenn die Mamas zu spät dran sind, dass sie teilweise auch keinen Termin mehr bekommen, weil es einfach zu viele Babys dann in einer Woche sind oder in 2 Wochen. Gerade im ersten Lebensjahr haben die Babys einen vollen Terminkalender. Babymassage, Kinderturnen, und mehr. Und dann nach 12 Monaten, wenn es nämlich kein Elterngeld mehr gibt, dann ist es plötzlich vorbei. Also dann kommen die Kinder in einen Hort und die Mütter gehen wieder arbeiten. Und das ist was, was wir sehr schade finden und wo ich auch oft den Eindruck habe, dass das auch nicht immer das ist, was die Eltern sich vorstellen. Doch Finanzen sind nicht das Allerwichtigste bei der Entscheidung für das hier. Wir wollten ein Kind bekommen, wir wollten den nächsten Schritt gehen bei uns in der Beziehung und ja, den sind wir dann gegangen. Also mein Freund und ich sind beide in Familien mit jeweils 3 Kindern aufgewachsen und irgendwie möchte man dann auch eine eigene Familie haben, weil man ja weiß, wie es ist mit Geschwistern und dass Kinder irgendwie was Schönes. Einfach als Frau, glaube ich, habe man einfach grundsätzlich den Wunsch, ein Kind zu haben. Mal was anderes wie die Arbeit. Eine Familie braucht ein Kind oder 2 Kinder. Na dann, alles Gute für die jungen Familien.